Okay, willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Beim letzten Mal war Raichu dabei und der ist jetzt nicht mehr dabei, weil der war viel zu laut und das hat mich aufgeregt und darum habe ich den gekickt. So, wir müssen jetzt die Platte da finden. Die Musikplatte und die ist hier drüben irgendwo. Wo war die? Hier oben? Oh Mann, ey Leute. Ne, hier ist das Dings da, der Brunnen. Hier drüben, ja genau, hier drüben bei den Ranken war der, genau. Die Musikplatte, die Gitarrenplatte für die, so. Das gibt uns wahrscheinlich die Banane und da können wir die dann einsammeln und yeah, Leute. Ah, diese eine Part ist immer noch Post-Commentary von Donkey Kong 64, das ist... Ich mag das irgendwie nicht. Ich habe lieber Live-Commentary. Und ich freue mich eigentlich auch schon hier, das live aufzunehmen. Oh, Leute, ey. Mir sind auch tausend Sachen aufgefallen, die ich verpasst habe. Zum Beispiel hier mit Lanky muss ich noch oben dahin. Aber das kann ich halt jetzt nicht machen, weil ich Post-Commentary mache. Ich wollte den Part... Ich kann den Part nicht nochmal aufnehmen, weil Donkey Kong 64, da kann man nicht irgendwie zwei Speicherdateien anlegen. Das war ziemlich blöd. Ich hätte das Ganze ja auch neu aufnehmen können und dann irgendwie... vielleicht das besser spielen können oder sowas und ja, egal. Habe ich halt jetzt nicht können, weil man kann keine Spielstände kopieren bei diesem Spiel. Was ich eigentlich ziemlich sinnlos finde. Wieso eigentlich? Das ist voll dumm. Wieso haben die das nicht eingebaut? Bei Banjo-Kazooie ging es doch, oder? Ich glaube, das ging da. Irgendwie dumm. Naja, egal. Wollen wir nicht darüber reden und wollen wir erstmal hier mit Didi da zurück in den Hauptraum gehen, wo da die Uhr ist. Mal gucken, was es da so hat. Und die Musik ist so gruselig. Oh. Ja, ja. Oh, Leute, ey. Heute habe ich Infamous nochmal durchgespielt. Das ist ein tolles Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das auch mal Let's Playen werde, aber das habe ich mir gerade so überlegt und könnte theoretisch wirklich mal ein Let's Play werden. Das ist nämlich wirklich ein cooles Spiel. Ich muss nur gucken, ob ich das dann auch mit dem Dazzle aufnehmen will oder nicht. Ob ich mir zuerst irgendwie so ein HD-PVR kaufe oder nicht. Das Problem ist, ich habe halt keinen TV. Ich habe meine PS3 habe ich hier bei meinem Monitor angeschlossen. Und was ich hier mache, fragt ihr euch sicher. Ich hole jetzt mir mit Lanky hier diese Bananen und dann auch mit Chunky die Bananen erstmal. Und ja. Also ich habe hinten so in meinem Monitor habe ich so einen DVI zu HDMI-Anschluss, so einen Adapter. Und da kann ich halt auf meinem Computermonitor da spielen. Und da habe ich halt keine Komponenteneingänge. Und da müsste ich auch noch einen TV irgendwie kaufen oder so, weil der im Wohnzimmer, da ist immer mein Vater am Gucken. Der guckt da ständig. Da kann ich nicht aufnehmen. Und ja, das ist ziemlich das Blöde daran. Wenn ich jetzt ein HD-PVR kaufen würde, müsste ich eigentlich theoretisch noch ein TV dazu kaufen. Das wird ziemlich teuer. Ziemlich teuer. Also wird das wahrscheinlich erstmal nicht passieren. So, dann gehen wir hier mit Tiny ein bisschen hier umherlaufen. So, zack. Und ja, genau, hier können wir jetzt dieses Türchen, diese Tür hier öffnen mit Tiny. Zack, zack. So, sehr schön. Und da können wir da durch. Toll. Ja, ja, oh Mann, ey, musst du mir nicht zeigen. Kannst doch einfach aufgehen. Zack, und oh, was guckt es euch an? Hier muss man mit Chunky nochmal hin und... Die haben genau eine Tiny-Banane da hinten noch reingeklebt. Das ist so nervig, ich hasse es. Die machen das ständig in diesem Spiel. Ja, eigentlich nicht, oder? Keine Ahnung. So, jetzt hier mit Chunky. Da können wir das Tor da öffnen und da können wir mit Chunky noch ein bisschen gucken, was es so zu tun gibt mit dem. So, zack, bam. Oh, ich mag es, wie so hinten auch noch... Da man sieht so Feuer hinten rauskommen aus der Bazooka. Das sieht irgendwie cool aus. So, dann öffne die Tür bitte. Danke. Sehr nett. Sesam, öffne dich. Die hat noch so schöne Ranken und so. Das finde ich irgendwie cool. So, dann können wir hier da reingehen und da ist gleich Bananen für Chunky und... Bitte hilf mir! Die beknackten Tomaten haben alle meine Freunde gefuttert. Nur ich bin noch übrig. Was? Oh, was zur Hölle? Die haben... Was für Tomaten? Oh mein Gott. Ich muss gehen, leider. Oh, hör auf zu gehen. Ich kann die nicht mit... Oh mein Gott, guckt euch die Vampir-Tomaten an. Leute, ey. Alle Freunde gegessen. Angriff der bösen Tomaten. Iii. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier erstmal... Oh Gott, ey, guckt sie euch an. Das ist so lächerlich. Wir wechseln erstmal hier zu Tiny und holen uns die Banane da, die uns gefehlt hat. Und hier auf den Pilzen oben drauf hat es auch noch Bananen. Die habe ich jetzt gerade vorhin gesehen, aber die kann ich jetzt nicht einsammeln gehen, weil halt Post-Commentary. Muss ich dann wohl beim nächsten Mal machen. Aber egal. Ich glaube, das sind dann sogar die letzten für Tiny, wenn ich die eingesammelt habe.
Dann wären wir hier in diesem Level schon fast durch. Okay, dann holen wir uns nochmal Chunky raus. Und zerstören mal diese Tomaten. Und oh, da gibt's noch Funky. Guckt es euch an. Und die letzten Bananen für Chunky. Echt praktisch, echt toll. Seht ihr, jetzt haben wir schon 100 mit Chunky. Das ist toll. So, und... Was gibst du mir? Alakongs Zielsuchmunition. Sexy. Seht ihr, Zielsuchmunition. Die ist ziemlich praktisch manchmal, aber auch manchmal ziemlich nervig. Ich meine, wenn man jetzt hier zum Beispiel Gegner in einem Raum töten muss oder so, dann ist die echt praktisch und echt toll, die Zielsuchmunition. Aber wenn jetzt dann irgendwie ein Schalter im Raum ist mit 1000 Gegnern, da kannst du den Schalter nicht treffen, weil dann die Zielsuchmunition automatisch immer auf die Gegner drauf geht. Das ist so nervig. Und da muss man die alle verschießen, bis man dann die normalen wieder hat und... Egal. So, zack, Tomate tot. Seht ihr, mit Riesen-Chunky können wir die locker kaputt machen. Und... Oh, ich liebe das Geräusch, das ist echt so... Guck. Und... So, und jetzt wollen wir dich aufheben. Oh, puh, mir fällt ein Stein vom Herz. Oh, Leute, ey, der labert und labert. Ja, ja, lass mich drüber. So, wir müssen den aufheben an einem sonnigen Plätzchen bringen, jetzt mitten in der Nacht, damit der, wenn er aufwacht, immer schön die Sonne auf sein Haupt scheinen hat. Und das müssen wir, den müssen wir hier links ablegen, wo die, wo der Apfelaffenboden abgebildet ist. Wer hätte das gedacht? So, wow, nettes Plätzchen hier, möchte ich alt werden. Banane, ah ja, bla bla bla. Und er gibt uns natürlich eine Banane, wie hätte es anders sein können. So, hol sie dir. Und bitte groß bleiben, weil sonst kriegt man die nicht. Da kommt man nie im Leben hoch. Ja, vielleicht kann man auf dem Apfel springen oder so. Und guckt es euch an. Oh, riesiges Kinn. So. Ich glaube, ich kann mich jetzt klein machen, oder? Ja, mach dich klein, Mann. Wieso machst du dich nicht klein? Wieso gehst du dahin? Ja, Leute. Zack, jetzt bin ich wieder klein. Okay, was war denn hier drüben, genau? Ja, das ist ein solches Feld. Da kann man kurz mal... So, und dann gibt es hier eine Regenbogenmünze. Sehr schön. Gibt's hier ja so, zack. Jetzt haben wir die Münzen wieder zurück, die uns Funky geklaut hat. Der Boden sieht recht kahl aus. Ob ich wohl etwas zum Einpflanzen finde? Okay, da müssen wir auch noch was finden. Ich muss noch gucken, was es gibt. Ich bin mir da... Ich weiß gar nicht mehr. Oh, Leute, ey. Wollen wir uns erstmal zurückporten und mal gucken, was wir noch nicht so... alles, was wir alles gemacht haben, was mir alles noch einfällt und was ich noch nicht... was ich noch tun muss. Okay, dann wollen wir mal gucken. Hier sind wir gerade reingekommen. Das ist hier der Abschnitt mit den Tomaten gewesen. Dann geht's hier rüber. Jetzt noch Münzen für Tiny, aber die brauche ich... Oh mein Gott, ey, eine Fledermaus. Hallo, geht's noch? Ich glaube, hier geht's zur Windmühle. Zur Windmühle, zur... Nee, zum Pilz geht's hier. Zur Windmühle, zur Wassermühle, wollte ich sagen. Ich glaube, hier habe ich alles abgeschlossen, oder? Hier beim Pilz. Ihr könnt auch ruhig in den Kommentaren schreiben, wenn euch was einfällt, was ich noch nicht getan habe oder so. Also ich... weiß jetzt hier nicht richtig. Ich will jetzt nicht irgendwie Videos nachgucken für das oder sowas, weil das ist nicht so mein Stil. Das möchte ich wirklich nicht. Und ich möchte wirklich das Spiel alleine jetzt hier irgendwie durchspielen. Aber ihr könnt ruhig in den Kommentaren reinschreiben, wenn euch was total Auffälliges aufgefallen ist und so und ich da mal gucken soll. Jetzt hier in diesem Level. Weil ich weiß gerade wirklich nicht mehr, was ich hier noch nicht habe. Mal gucken. Hier ist die Wassermühle, da muss ich mit Lanky noch aufs Dach, das weiß ich, das habe ich gesehen. Da gab es eine Öffnung oder sowas. Und dann hier... Wollen wir erstmal Tag machen. Tag machen, so, zack. Ja, hallo bitte. Ja, mit Junkies so scheiße Schalter zu treffen, der geht da immer so rein und so. Voll dumm. Okay. Dann gibt's hier oben, gibt's Lianen. Okay, wollen wir mal gucken gehen, was die so machen. Okay. Wutsch, wutsch, die bringen gar nichts. Okay, sehr schön. Da hat es noch mehr und... Da drüben waren wir doch, oder? Das ist halt der Baum mit Chunky, okay. Ich glaube, mit Chunky haben wir so gut wie alles abgeschlossen, oder? Ich weiß es nicht richtig. Okay, springen wir hier rüber und hier rüber. Und hier gibt es eine... nur Musik. Sehr toll. Eigentlich nicht. Okay. Dann gucken wir mal, was es hier drüben gibt. Oh, Leute, ich bin gerade echt nur um hin und her rennen. Das ist echt mühsam vielleicht für euch. Aber gucken wir erstmal, was wir so haben. Okay, mit Donkey haben wir das. Mit Diddy fehlen noch zwei. Mit Lanky können wir eine noch gar nicht machen. Vielleicht gibt es seine 10 da in dem Raum, wo ich noch denke, wo die
versteckt sein könnten. Die letzten 10. Das könnte ein Ballon sein oder sowas. Und hier mit... Warum habe ich jetzt Sampo gepuncht? Ich weiß es nicht. Und hier mit Chunky können wir, glaube ich, noch... Können wir, glaube ich, gerade im Moment noch nichts mehr machen, weil... Ich habe gerade nicht gesehen, wie viele Bananen es waren. Aber wir können mal die Blaupausen eintauschen, genau. Oder? Ja, tauschen wir die Blaupausen ein. Und hier, das ist ein Ballon. Mal gucken. Ich glaube, das ist für Didi. Für Didi. Zack. Ja, genau. Seht ihr, wie ich es weiß? Hallo, Ballon. Wo bist du? Für Didi. So, zack. Okay, ich würde sagen... Ja, wir haben alle 100 Bananen mit Didi. 100, ja, alle 100 normalen Bananen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier... ich gehe hier mal rein und zeige euch mal die Animation, die hier kommt. Und dann werde ich dann auch den Part beenden und mal alle Blaupausen, die ich bereits habe, eintauschen. Weil ich glaube, ich habe alle, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe mal, ich habe alle von allen Kongs. Das werden wir gleich sehen. Und jetzt hier die Banane. Ja, gib sie mir. Lalala. Wie viel haben wir mit Didi? Kong zeigt es nicht an. Okay. Egal, Leute. Ich würde sagen, ich höre hier auf und ich treffe euch dann beim nächsten Mal bei Let's Play Donkey Kong 64 von Spencer. Das bin ich. Tschüss.